Mein Schiff ist ganz schön rund. Wer denkt sich eigentlich runde Schiffe? Imagine, du bist in der Zukunft und machst so Space Travel und sowas, Space Flight, und dann machst du dein Schiff rund. Imagine, du kannst eckiges Schiff haben und dann machst du dein Schiff rund. Es könnte spitz sein, so pointy. Rund ist hot. Das ist jetzt eine Aussage, die würde ich auch generell nicht widersprechen, aber im Kontext von den wundervollen Schiffen hier, weiß ich nicht. Guten Tag. Na? Wunderbare Südfrucht. Du bist also unsere führende Kraft, unser großes Gehirn, unsere mannigfaltige Intelligenz heute Abend, ja? Ja, ich versuche es zu sein, sag es mal so. Das reicht mir vollkommen. Ich habe ein gutes bisschen Destiny gespielt schon, aber sobald es in die tiefere Meta- und Begriffsvielfalt geht, muss ich sagen, bin ich doch immer noch auf Hilfe angewiesen. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ja, dafür haben wir Max ja heute dabei. Das Destiny 2 ist heute unterstützt von Bungie, beziehungsweise Destiny 2. Vielen Dank, geht da raus. Es ist ein neues DLC mit massig neuer Story, massig neuen Gegnern. Also wenn die 2 ist euer Freund, sowohl wenn ihr interessiert seid, als auch wenn ihr mich einfach ein bisschen unterstützen wollt, guckt ihr rein. Dankeschön. So, wo sind wir jetzt gerade und was ist unsere Mission? Also gerade sind wir in diesem Schiff, wo wir gerade reingesprungen sind. Das spielt direkt danach. Und grundsätzlich ist es so, dass der große, böse Megamind, das ist als Meme eigentlich, versucht gerade unsere... Hä? Okay. Achso, da ist eine Fensterscheibe zwischen. Ach, da ist ein Schild! Ich hab da alles reingeballert, was ich hatte. Ja, ich auch! Ich hab den gleich komplett gegeben, oh no. Ich hab mich schon gewundert, wo ihr gerade drauf schießt. Die Fensterscheibe fand ich jetzt nicht so transparent, muss ich sagen. Also, es gibt einen großen Bösen namens dem Zeugen. Und der versucht jetzt gerade diese... Also unsere letzte Stadt und eine große weiße Kugel den Reisenden anzugreifen und sich bestimmte Informationen von ihm zu holen. Beziehungsweise er hat sie sich geholt und hat jetzt seinen Schüler auf diesen Planeten geschickt, auf den wir noch kommen werden. Und da versuchen wir jetzt gerade, ihn quasi von aufzuhalten. Sonst fair. Und ansonsten, grundsätzlich bin ich auch noch sehr blind wie ihr. Sogar so die allgemeinen Sachen und Mechaniken und so kann ich erklären, das ist kein Problem. Aber wenn jetzt was Neues kommt... Wenn wir was sehen. Decken wir es zusammen. Genau. Ich hab die Bindings nicht mehr drin, verdammt. Was ist die Default-Bindings für Granate und diese Bodenfähigkeit? Granaten ist Q. Und die Bodenfähigkeit ist, glaube ich, C oder V. Ich weiß nicht, ob ich das getauscht habe bei mir. C ist Nahkampf bei mir. Oh. Ja, ouch. Ah ja, es ist V. Ah. Okay. Perfekt. Ich hoffe, das ist Heal noch. Nein, das ist definitiv kein Heal. Doch, ist es nicht hier bei dir. Ah, Leute, ich habe die falsche Leiste geguckt. Und gibt's hier auch so dann am Ende so einen richtigen Raid, den wir machen können, wo wir dann so legendären Loot bekommen? Der kommt nächste Woche. Nächste Woche am 10. Kommt der Raid, der neue, raus, wo man mit 6 Leuten auf einmal reingehen kann. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf. Der wird sich bei mir auf jeden Fall angeschaut. Es ist so schön, ich mag das so. Wir laufen im Weltraum rum und das ist so ein cooles Schiff. Ich weiß, im Hintergrund geht gerade die Welt unter. Was habt ihr für Waffen? Habt ihr schon irgendwas... Ich habe mir die Vorbesteller-Bonuswaffe abgeholt und die hat so... Aha. Oh, die ist gut, Boni. Die ist gut. Je mehr ich auf den Gegner schieße, umso mehr Mini-Raketen kommen aus mir raus. Genau. Du kannst sogar, wenn du genug Raketen geschossen hast, nachladen mal gedrückt halten damit. Oh, okay. Das ist links an deiner Seite, so Aufladungen aus deinem Sehen. Granatenverbrüche? Genau, wenn du jetzt nachladen gedrückt hältst, kannst du den in einen Granatwerfer umwandeln. I see. Man kann sie einmal abdrücken, genau. Okay. Schön. Aber welches Level warst du jetzt mit deinem Account? Also mit dem hier jetzt gerade bin ich 1633. Mit dem, den ich eben angespielt habe, bin ich, glaube ich, 1670 oder so. Merkst du mit 1633 schon einen Unterschied? Was Level Waffen? Nicht so sehr. Also hier bei den Missionen, bei der legendären Variante, die wir jetzt gerade spielen, ist das Besondere, du kannst sie nicht überleveln. Also egal welches Level du bist, das Level wird so angepasst, dass du nicht quasi alles mit einem Schuss umhaust. Okay. Das heißt, du suchst deine Waffe eher nach Handling aus, statt nach... Ja, genau. Okay. Eher nach Handling und nach Kombinationsmöglichkeiten mit deiner Super, mit deinem Fokus und deinen Fähigkeiten quasi. Dass man aber auch auf den Kopf gehen muss, ey. Das ist ja richtig Disziplinstraining hier. Ich finde, das Gunplay ist das Geilste an Destiny. Es macht so Bock zum Ballern einfach. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier was mit einem Symbol mit einem Huhn drauf aufgehoben. Lass uns mal umgucken. Ich sehe auf jeden Fall einen schönen Marker. Weißt du, hier kommen jetzt auch Hunde!
super bereit. Was war das nochmal für eine Karte? War R super? Nee. F, glaube ich, ist F, dann. Ne? Ah, komm, dann machen wir das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja, wie hast du die gefreezed? Wie hast du die gestunt? Ich habe eine hab ne Waffe, die die Gegner einfrieren kann. Wenn ich jetzt zweimal auf den da schieße. Genau. Also super auf F. Und was ist auf F? Was gesagt, genau. Fähigkeiten? Du bist auf dem Jäger, das heißt, wenn du V drückst, wenn es die Standardtaste ist, oder C, je nachdem, hast du so eine Ausweichrolle, die kann entweder alle deine Waffen direkt nachladen, dann musst du es nicht selber machen. Oder, wenn du es umstellst bei deinen Fähigkeiten, kann die, wenn du in der Nähe von Gegnern bist, dir deine Nahkampffähigkeit wiedergeben. Ich kann mal gerade nachgucken, was du gerade spielen willst. Okay. Ey, das ist so witzig. In dieser Ulti, wie ich Blitze schmeiße, einfach so. Okay, machen wir es so. Ja. Mhm. Ja. Wer als erstes stirbt, muss den anderen beiden einen Sub giften. Okay, gratis Sub nehme ich immer. Ja, ich habe ausgewogenes Gleiten mit einem Warlock, also ich bin fein. Komm her. Herr, wo hast du denn da Gegner gefunden? Da unten ist einer. Lol, müssen wir da hin? Warte mal, es sterben auch immer runterfällt? Ja, natürlich. Ich dachte, das meintest du. Darüber gekommen? Aber ohne runterschubsen, okay? Nee, ohne runterschubsen. Wie seid ihr da rüber gesprungen? Doppel-Leertaste. Okay. Ich wollte mal fair sein, ne? Also zu eurem Glück sollte Umgebungsschaden jetzt nicht mehr vorhanden sein. Bedeutet, wenn man irgendwo runterspringt und irgendwo aufschlägt, sollte man nicht mehr sterben können. Hm. Okay. Das sieht big aus. Scheiße. Hast du deine Super ready, Matteo? Das ist einer der neuen. Oh. Glück gehabt. Ich wurde gegessen, gebissen. Oder so. Glück gehabt. Kollege, warum ist eben daran gestorben? Ja, gut, aber ich bin Pro-Gamer. Was ist mein F nochmal? Was macht der? Dann müsstest. Ich weiß gar nicht, welche du von beiden ausgerüstet hast. Kannst du gerne auch einfach ausprobieren. Das ist nicht das Problem. Ja. Entweder wirfst du einen Stab auf den Gegner, der Flächenschaden verursacht eine Zeit lang, oder. Du kriegst selber einen Stab, mit dem du zuhauen kannst. Ja, ich hab den Stab. Das ist der Stab. Genau. Aber ich hab Angst, ich will da nicht reinrennen. Kann ich den abbrechen, den F? Nee, kannst du nicht. Okay. Raketenwerfer! Oh, hat nicht geklappt. Ihr habt den zerhauen. Oh, oh. Zur Deckung gehen. Jetzt hab ich voll plötzlich so Angst wegen dem Sub. Warum? du das ist schlecht der Vorschlag. Oh, dann ballert ordentlich der Raketenwerfer. Kommunikation, Navigation, Einsätze. Okay, wo sind die alle hin jetzt hier? Kommt mal her, Lux. Ihr müsst hier runterkommen. Also würde ich hier oben noch gerne ein paar Engramme einsammeln. Ein bisschen Schuss einsammeln. Sind die hier unten drunter oder was? Oh, hier geht's hier Action. Nur alle. Ja. Ey, ich hab nicht nachgeladen. Ich muss kurz einmal noch meinen Raketenwerfer hier. Bumm. Oh mein Gott, irgendjemand von euch hat mich fast umgebracht. Oh mein Gott, ich sterbe fast. Ja, ich bin tot. Nein! Oh, was? Nein! Ja, ich bin in Close Combat gegangen, weil ich dachte, das wäre witzig, aber es war nicht witzig. Ich bin wiederbelebt worden, ich war nie tot, ich bin nicht gestorben. Okay. Ja, wir haben alle eine Wiederbelebung. Wenn wir alle verbrauchen, dann ist bye-bye. Das ist vorbei. What? Also die hauen schon rein, ey. Mhm. Der hält ja alles aus! Okay, ich bin wieder gestorben tatsächlich. Jetzt musst du Mango wiederbeleben, weil ich habe meine Wiederbelebung gerade für ihn aufgebraucht. Ja, okay. So geht das. Also okay, damit. So, damit sind unsere Wiederbelebungen weg. Genau, jetzt das heißt, er hat nur noch Mango eine. Das ging ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, muss ich sagen. Ja, jetzt kriegt er aber auch Loot. Oh, Loot! Und doppelten sogar, weil wir legendär spielen. Oh, geil! Oh. Na komm, Schiffe! Mhm. Ein Big Schiff. Wieso ist das so flach? Haben die Manta-Rochen gesehen irgendwo auf der Erde und dachten sich so, boah, geiles Tier, daraus müssen wir ein Schiff machen. Ey, wer hat dich gefragt da oben? Warte mal, meine Granaten machen die auch Schaden, ne? Ja. Mir nicht. Okay. Oh mein Gott. Da brauchst du keine Bedenken haben. Das Einzige, was bei denen hier wichtig ist, wenn ihr auf diesen Tank auf den Rücken schießt von denen, zählt das wie ein Headshot. Aber wenn der dann explodiert, das macht anderen Schaden. Nein, mein Loot ist runtergefallen auf dem Planeten.
Ist der Sound eigentlich irgendwie so ein bisschen muffelt, weil wir im Weltall sind hier? Ja, weil wir im Weltraum sind. Ja. Das ist ja, ja insane. Hm? Hüter gefallen? Nein. Nee, ist, bei mir ist alles gut. Ja, hier ist zum Glück der Wiedereinstieg nicht eingeschränkt. Das heißt, wir können ohne Probleme wiederbeleben. Ah, natürlich, ja. Das wusste ich auch. Ja, ja, klar. Du wolltest, ich wollte die Mechanik mal zeigen für den Chat, weil die wollen es ja auch sehen. Ja, die Mechanik, ja, wie man stirbt, ist einfach wichtig halt fürs Game. Ja. Man will ja alle Facetten vom Spiel sehen können. Richtig. Sniper ist nice, ehrlich gefunden. Wieder gefallen. Ah ja, hast auch noch mal geschossen. Gute Mechanik. Hast du gut präsentiert. Also, da merkt man einfach, du hast Erfahrung. Ja. Ihr habt auf ein Fass geschossen und mich gesprengt. Na, also, das muss Matteo gewesen sein. Aber wir müssen das mit den Subs wieder wegmachen, da reicht das Budget leider nicht aus. Das ist nicht geil. Okay. Das ist der Plan. Ah, schon wieder eine Scheibe. Mann! Oh, ich auch! Oh mein Gott! Noch mal die Taste für Super, ich hab schon wieder vergessen. Das war nicht. F. Press F. Einfach nur merken. Oh, ein Kübel. Oh, noch mehr Gegner. Ich liebe, dass wir die Raketen da rauskommen, ist voll cool. Der Jeeper, für den du da benutzt, hat jetzt auch erst eine neue Verbesserung, wenn wir noch bekommen mit Release. Ah. Die man später sich holen kann. Muss man die dann upgraden im Level, damit die mithält mit dem Gear, ja, ne? Ah. Ja, genau. Also entweder, also jetzt gerade bei euch am Anfang wird es am sinnigsten sein, einfach das Beste immer auszurüsten. Ja, ja. Aber wenn ihr das Material habt und die Upgrade-Module, die man dafür braucht, dann könnt ihr auch einfach eine höhere Waffe, die ihr bekommen habt, quasi in die Waffe reindrücken und dann habt ihr das höhere Level. Okay. Boah, ich hab grad einen sicken Armreif bekommen, der wird direkt erstmal angelegt. Ja. So, ihr kriegt das einmal komplett volle Munition und super. Super. Ach so, also ja, super. Das heißt aber auch meistens, es kommt irgendwas Fetteres auf uns zu. Gut. Herr Bonch war Red Panda. Wir brauchen sie hier. Oh. Das ist wieder unser Freund mit den blauen Raketen. Oh, meine Waffe ist leer. Granaten machen so viel Damage, ey. Granatenwerfer hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Oh, hinter uns. Ja, die wollen sich hier anschleichen. Ey, Schlawiner. Ja, macht einmal Bumm. Gesundes bisschen. Ach, unsere Primärwaffe hat unendlich Munition. Es kommt drauf an, welche Energiechip du nimmst, oder? Oder hat die Primärwaffe immer? Primärwaffen, also wenn man im Inventar guckt, es gibt die Einteilung zwischen Primär und Spezial, also wie Heavy. Mhm. Also schwere. Schwere Munition ist immer der dritte Slot, den ihr habt. Primär und Spezial, je nachdem, kann im ersten oder im zweiten Slot sein. Ach, Spezial hat Munition begrenzt. Primär ja, ich immer unendlich. Ich wurde gerade aus dem Leben gehebelt. Ja, same, aber ich blitze jetzt weg. Ja. Oh ja, das ist gut. Das kann ich gerade nämlich gebrauchen. Oh. Junge, die werden weggeblitzt, Dingst! Bzzz. Ich wiederbelebe dich wieder hier, I got you. Geh jetzt hier noch mit dem Schwert rein. Piu, 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 piu. Das war nicht so eine gute Idee, hab ich das Gefühl. Ah, alles gut, noch lebst du. Ja, wie auch immer. Oh mein Gott, okay. Passt. Wie hab ich das denn überlebt? Ey, ich mag Schwerter nicht, muss ich sagen. Ich bin eigentlich immer der Raketenwerfer-Typ eher. Ja, gibt auch seit der letzten Erweiterung jetzt Glaiven, die man haben kann. Glaiven? Was sind das denn? Ja. Sind Waffen, die du quasi im zweiten Slot hast. Aha. Sind wie Schwerter, nur aus der First Person. Ah. Und man kann nochmal besser Schüsse blocken. Ja, dann mal auf zu den Rettungsports. Oh, nice. Oh. Der Loot. Oh, ja. Junge, okay. Die alles Loot. Davon, bitte. Findest du den gerade? Okay. Das Gitter hält fast so viel aus wie ein Plepp-Gegner, das ist frech. Genau, hier sind jetzt wieder welche.
Oh. Ich würde liebend gerne meine Granatenabklingzeit verringern, ey. Ja, Granaten sind so strong. Ja. Ja, da kann man einiges auf jeden Fall jetzt machen. Das ganze Buildcrafting in dem Spiel wurde jetzt nochmal komplett überarbeitet. Okay. Da gibt's auch für mich die Tage sehr viel zu tun mit. Bin ich mal gespannt. Aber da kann man auch alles Mögliche mit verringern, von Nahkampffähigkeit, also genau das, was man haben möchte, kann man damit verringern. Hier ist übrigens einer mit dieser gelben Kugel jetzt, wenn er das ausprobieren will. Ich habe gerade Mies gefressen. Genau. Ah, okay. Ey, das sah geil aus. Revolver abzuschießen bringt einfach Spaß in diesem Game. Das fühlt sich einfach gut an. Wenn er so lasert und einfach. Ja. Mit jedem Schuss viel Damage. Ja. Sehr gut. Da gehen wir rein! Jesus! All in. Oh, ist abgelaufen. Tschüss! Nein, nein, ich bin stuck, ich bin stuck, ich bin stuck, ich bin stuck, ich bin stuck. Okay, alles gut, ich hab überlebt. Was? Ach man, ich halte mich aber auch immer nicht an den Ledges fest. Wie seid ihr da hochgekommen? In einer Menge gleiten. Ich habe auch nur 30 Attempts gebraucht, alles gut. Ei. Was kommt denn hier? Ach, schon wieder der! Das ist der Kollege von eben. Genau, da, der hat eine Stelle auf der Schulter, wo er gerade drauf schießen könnte. Oh Junge, der schießt so Wirbel. Ja. Also die kenne ich übrigens auch noch nicht so viel. Die sind jetzt neu. Die Schultern sind Schwachstelle, oder was? Okay. Jetzt gerade, ja, jetzt der Brustkorb. Oh, da sind noch irgendwo Plepp-Gegner gespawnt. Stimmt, ich habe meine ganze schwere Muni nutze ich nie, weil das ist schwer. Ich traue mich halt nicht da reinzugehen. Oh, er kommt! Einfach renn, Matteo! Rausballern. Ja, wo ist er? Hier. Der rennt gerade zu mir. Ah, doch nicht. Oh Gott. Boah, der hat Bock auf mich. Ich bin mal ganz kurz weg. Der will mich! Der kommt hier hinterher. Der hat richtig Bock, Hilfe! Warum will der nur mich? Was habe ich ihm getan? Oh Gott. Nö, muss nicht sein. Der kann nicht klettern, oder? Ich kann finishen. Nice. Oh, okay. Loot! Alles abgehauen? Nee, er hat ihn getötet. Ah, Escape Bots. Sind diese Dinger sicher? So schlimm kann er. Hä? Tschüss. Ich glaube, es wird ein bisschen warm. Ich liebe es, wenn mein Escape Bot metallisch klirrt. Das ist ein sehr beruhigendes Geräusch einfach. Das ist gut geparkt, würde ich sagen. Hier gibt es eine ganze Stadt. Boah, eine geil. Ganze Zivilisation. Wir wussten nicht, dass es hier eine Zivilisation gibt? Okay. Wir haben über die letzten Wochen und Monate quasi von dieser verborgenen Stadt hier auf Neptun erfahren, wovon wir bisher nichts wussten. Auch als wir hier waren, hat man sie noch nicht entdeckt gehabt. Und dieser Zeuge quasi, der uns jetzt gerade vernichten will, versucht etwas zu bekommen, was hier auf dem Planeten liegt. Hab ich jetzt prinzipiell erstmal was gegen? Ja, ich auch. Ach ja, dieses riesige Schiff rechts von uns ist das, was wir eben gesehen haben. Das Flache, was da runter rumgeflogen ist. Matteo? Ja, ich bin gestolpert. Kein Ding. Ich entbinde die Schnürsenkel, ich bin auf dem Weg. Halt du machst das da vorne, Max, ne? Ja, ich halte die in der Zeit auf. Kein Problem. Gerne. Ja, der wenigstens Range. Ja, die halten doch schon aus. Oh, ich muss doch wieder die Waffe. Ja, lassen. Ordentlich. Ja, das ist normal. Das ist, au. Ja, wir spielen ja auch auf der Legenden-Difficulty, ne? Ja, genau. Wir spielen gerade auf Legendär. Und das Besondere dabei ist halt auch noch zu erwähnen, vielleicht für... Oh, hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Was ist das hier? Oh, nichts. Okay. Die skaliert mit der Anzahl von Mitspielern. Das heißt, wenn man alleine reingeht, ist der Vorteil, dass es quasi so skaliert ist, dass man alleine auch gut durchkommt. Mhm. Wenn man mehr spielt, halten sie jetzt halt natürlich dann auch mehr aus. Boah, SMG macht schon frech viel Schaden, ey.
Wenn ihr euch kurz in diese Kugel reinstellt, die ich mache, übrigens kriegt ihr auch noch einen Schadensbonus. Okay. Nice. Au. Okay, gut. Ich hätte da vielleicht nicht rausspringen sollen. Jetzt ist die Kugel nämlich weg. Die mal mit Granaten schmeißen, die Frechen. Impact ist so der Damage, oder? Ja, grundsätzlich kann man das so sagen, aber das ist eher, also die Zahl kann man davon nicht ändern, es hängt einfach vom Waffentypen ab, kann man da generell eher sagen. Was wichtig ist, ist zum Beispiel sowas wie Reichweite, weil davon hängt dann ab wann quasi die Schüsse weniger Schaden machen, wenn man auf ganz weite Reichweite geht. Okay. Das heißt, wir sollten vielleicht doch versuchen, TikTok zu streamen oder mal zu Twitch doch besser, oder? Ja, kommt doch an, glaube ich. Mann, ey, ist lang so serious. Mein Gehirn hat echt gebraucht kurz. Ach du heilige Scheiße. Hallo? Was ist da draußen los? Siehst du das nicht? Was hier draußen los ist, was ist das für eine Frage? Ja, der sitzt da oben in der Kugel noch fest, mit der wir uns runtergeschossen haben. Ah. Haltet mal eure Granatentaste gedrückt. Das ist das neue Main-Feature. Ich kann die nicht gedrückt halten. Die lädt sich wieder auf. Bei dir. Bis wir es jetzt wieder haben. Ich hab mich an dich dran ge... Oh, lol. What the fuck? Genau. Oh, hier kommen Hundis. Oh mein Gott, das macht eine Menge Damage. Aber genau, ihr habt hier jetzt deutlich erhöhte Regeneration, genau. Also ihr könnt hier jetzt Fähigkeiten spammen. Ihr könnt mal gucken. Oh, genau. Ich kann mich so. Ja, man hat einen Grapple-Hook. Genau, guck mal, ich kann ich kann was werfen, da könnt ihr euch sogar dranziehen und dann mitfliegen. Warte, was? Diese Kugeln hier, wenn ich die hier werfe, gucken wir mal. Warte, ja. Jetzt hab ich bin gerade kurz immer weg. Ja, ich kann das aufsammeln. Wenn ihr jetzt die Granate wieder ready habt, schmeiße ich was und dann drückt da mal dran Q. Dann fliegt er mit. Ah, okay. Das ist jetzt quasi die neue Subklasse. Also das ist genauso wie vorher auch. Die sind ja auch zielsuchend. Für den Nahkampf und was? Mein Nahkampf wirft ja so... Ja, genau. Okay. Genau, bei dir ist die Besonderheit, du wirfst so ein Messer und wenn das wieder zu dir zurückkommt und du die Taste wieder drückst, kriegst du mehr Energie dafür auch wieder zurück. Aha. Okay, ich bin Pro-Gamer, aber direkt jetzt schon. Genau, ihr könnt auch eure Super hier benutzen, ohne Probleme übrigens. Die regeneriert sich auch wieder schnell. Da hat auch jeder eine eigene, genau. Du beschwörmst dir kleine Würmer, Mango, die du schießt quasi, die Gegner suchen. Genau. Ja, der Grappling macht wirklich extrem Spaß. Ja, es ist wirklich, du fliegst immer so durch die Luft. Okay, was schwingst du da, Matteo? Das sieht auch cool aus. Ja, ich will nicht sagen, ich fühle mich komplett overpowered. Ja, ich glaube, dafür ist es auch da. ja, genau. Die haben es extra so gemacht, dass man jetzt in der Kampagne Stück für Stück quasi das alles testen kann und dann bekommt. Da kriegt man das dann komplett als Fokus dann auch freigeschaltet. Das ist ja fucking geil. Aber auch mit dem Movement, also... Oh, ich bin hingefallen wieder. Deine Vitalwerte sind im roten Bereich. Ich hätte jetzt auf jeden Fall nicht vor, plötzlich in PvP reinzudiven, Dominik, ja? Erstmal ist es PvE. Okay. Silver Surfer will sein Brett zurück. Mhm. Also die Guten? Wir verschwenden ungern Zeit. Gut, wir haben auch keine. Wir treffen uns beim Wachturm. Wie groß die sind. Wir müssen zum Schreier gelangen. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht, Lichtträger. Mehr als du. Nicht alle haben mehr als ein Leben. Genau, das sind quasi die ihre Stadt quasi wie wir Hüter immer verteidigt haben. Mhm. Der Schleier.
Genau, das ist dieser Zeuge. Du beherrschst ihn nicht. Die Truppen sichern ihn in diesem Augenblick. Die Neptunianer stellen mit ihrer Technologie keine große Bedrohung dar. Die finale Form wartet. Der Schleier ist der nächste Schritt. Du hast alles, was du wolltest. Imperator. Ich bin glorreich. Dank dir, mein Zeuge. Warum hat der Zeuge Anime Uvo Eis? Das ist eine gute Frage. Seine Haare sind einfach wie meine, wenn ich aufstehe.